Servus, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Mal geht es um Getränke, Hydration, um Fueling und aber auch um euren Geldbeutel. Und genauer gesagt habe ich drei Tipps, sogenannte Low-Hanging Fruits, also einfach umzusetzende Tipps, die euch hoffentlich helfen, mal längere Touren zu machen und euch auch dabei helfen sollten, euren Geldbeutel zu schonen. Quasi Marginal Gains. Aber am Ende des Tages, wenn wir ein paar Euro sparen bei Hydration, können wir die vielleicht in Carbon investieren oder Fahrräder N+1 und so. Ihr kennt das Spiel. Und anfangen würde ich gerne mit einem kurzen Zitat. Hier Jan Ullrich, Himmel, Hölle und zurück ins Leben, das aktuelle Buch von ihm. Und zwar hat er es geschrieben an der Etappe vom Col de Galibier. Zitat: Ich nahm einen Powerriegel und trank einen Elektrolysedrink. In der Regel kam ich damit durch. Ja, Chapeau. Man weiß ja, früher hat man eher weniger konsumiert und früher hat man ja auch mit einer Flasche Wasser einfach mal 4 Stunden Grundlage gemacht. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Heute ist so zwischen 60 und 90 Gramm Kohlenhydrate a Stunde, je nachdem zwischen Training und dann Rennen, individuell das, was empfohlen wird. Manche Profis trainieren auch schon mit 100 Gramm bis zu 120 Gramm, um entsprechend ja, einfach ein bisschen Dampf auf dem Kessel zu haben und nicht dann grau zu werden, also quasi leer zu fahren oder den sogenannten Hungerast. Und was man machen kann bei entsprechend dieser Ernährung ist, dass man auf Gels zurückgreift und das ist super komfortabel, weil das ist schon abgepackt und das kann ich einfach so in die Tasche tun. Das Problem ist, die sind in der Regel quasi ein bisschen teurer, als es das Kohlenhydratpulver ist oder der Elektrolyse, das Elektrolysepulver. Ja, den Komfortfaktor lassen sich die Hersteller einiges kosten. Und da quasi von den drei Tipps der erste. Wenn ich auf das Pulver zurückgreife, dann passiert es mir persönlich oft, weil bei den Flaschen oben die Öffnung etwas kleiner ist, dass ich das Pulver eventuell verschütte. Das ist jetzt nicht die Welt, aber am Ende des Tages macht auch klein viel Mist und wenn ich da irgendwann mal so eine halbe Packung aus Versehen verschüttet habe über die Dauer hinweg, dann hat mich das natürlich auch Geld gekostet. Und da greife ich seit geraumer Zeit auf so einen Trichter zu. Diesen Trichter tue ich dann einfach oben auf die Flasche und dann kann ich da das Pulver oben reinkippen, einfach weil die Öffnung größer ist des Trichters als die Öffnung der Flasche und dann verschütte ich weniger Pulver, ergo habe ich nicht so viel Geldverlust. Das Coole an diesem Trichter ist, dass ich den auch falten kann. Ja, der wird kleiner, das seht ihr hier, den kann man auch komplett zusammenfalten. Und dann könnte ich den so gesehen auch, wenn er sauber ist, in meine Tasche reinpacken, wenn ich in ein Trainingslager fahre. Also Tipp Nummer 1, damit ihr nicht mehr so viel Pulververlust habt, einen Trichter, idealerweise ein faltbarer Trichter. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Da müsst ihr ein bisschen quasi aktiv denken. Ja, da geht es nämlich um Adam Riese und um die Milchmädchenrechnung. Nehmen wir an, ich habe 2 Flaschen im Training dabei. Und es ist ein lockeres Training, dementsprechend 60 Gramm Kohlenhydrate a Stunde. In die erste Flasche packe ich 60 Gramm Kohlenhydrate a Stunde. In die zweite Flasche packe ich die doppelte Menge, also 120 Gramm Kohlenhydrate a Stunde. Was ich jetzt mache ist, dass ich nach der ersten Stunde, wenn die 60er Flasche leer ist, kurz an der Tankstelle halte, die 120er Flasche teile, sodass ich dann 2x 60 Gramm habe und die dann fehlende Menge Wasser, Flüssigkeit, fülle ich halt kurz an der Tankstelle auf. Das heißt, ich bin mit 60 und 120 Gramm Kohlenhydrate losgefahren, habe insgesamt aber dann 3 Flaschen, wenn ich es aufgeteilt habe, mit 3x 60 Gramm, komme also locker über die 3 Stunden. Warum soll man jetzt in einer Stunde an der Tankstelle anhalten? Naja, am Ende des Tages schwitzt ihr auch und dementsprechend verliert ihr Flüssigkeit. Deswegen ist es ganz wichtig, auch mal dann einfach aufzufüllen und ordentlich hydriert zu sein. Was mache ich denn, wenn ich länger unterwegs bin? Dann kann ich ja jetzt hier nicht die doppelte Menge reintun oder die x-fache. Nee, was man da machen kann, ist, dass man zum Beispiel sich Pulver mitnimmt. Pulver in abgepackten Tütchen. Und das mache ich selber.
Ja, es gibt dann zum Beispiel von diversen Discountern hier so Haushaltsbeutel Mini in verschiedenen Größen und dann nehme ich so Gummiringe und dann fülle ich einfach eine gewisse Menge an Kohlenhydrat in diese Tütchen. Ja, sagen wir, ich weiß, ich möchte 80 Gramm a Stunde, dann schaue ich, dass ich 80 Gramm in so einen Beutel bekomme, ansonsten halt zwei Beutel mit jeweils 40 Gramm, pack so einen Gummiring, so ein Gummiband drumherum, damit das Ganze auch dann nicht verschütt geht und pack das dann einfach in die Barroll oder den Top Tube Bag. Das Gute ist, wenn dann quasi die Flaschen leer sind, nehme ich einfach diese abgepackten Zipper Bags, fülle die einfach in die Flaschen rein und dann wieder mit Wasser auffüllen und kann dann weiterfahren. Wie gesagt, gerade bei Tipp Nummer 3, das gibt es auch schon von diversen Herstellern vorab abgepackt, aber auch das lassen Sie sich analog der Gels natürlich kosten. Das quasi meine 3 Tipps zum Thema Hydration. Also Nummer 1, der Trichter. Nummer 2, entsprechend 1 und das Doppelte jeweils an Menge Kohlenhydrate. Und Tipp Nummer 3, einfach mal Kohlenhydratpulver in die Tütchen packen. Ich bin definitiv kein Jan Ulrich, deswegen brauche ich mehr als nur einen Elektrolyse-Drink und einen Powerriegel. Aber am Ende des Tages, so komme ich gut über die Runden und ihr vielleicht auch. Falls diese Tipps euch geholfen haben oder ihr selber weitere Tipps habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich wie immer über konstruktive Kritik, Feedback und Anregungen. Und ansonsten würde ich mich euch freuen, alsbald an dieser Stelle wiedersehen zu dürfen. In diesem Sinne, merci, servus, euer Flo.